Wir hatten im vorangegangenen Video eine Gefangenen-Dilemma-Situation betrachtet, wo zwei Individuen hier in einer ja, für sie nachteiligen, aber individuell rationalen Lösung verharren, obwohl eine für beide Pareto-Superiöre Lösung, die wir soziales Optimum genannt haben, zur Verfügung stünden. Und jetzt könnten wir überlegen, wie wir dieses Gefangenendilemma lösen könnten. Und da gibt es so grundsätzlich zwei Ansätze. Wir hatten dieses Gefangenendilemma als einmaliges Spiel hier angesehen. Und innerhalb eines einmaligen Spiels würde dieses Gefangenendilemma gelöst werden können durch eine sogenannte Sanktion. Also hier hatten wir verglichen, dass ein Akteur, hier, ich habe Freitag ausgewählt, immer faulenzen wählt, wenn egal, wenn Robinson sich anstrengt oder faulenzt, weil es für ihn jeweils die bessere Lösung wäre. Schauen wir uns mal hier nochmal die erste Zeile an. Wenn Robinson sich anstrengt, wird Freitag rational faulenzen, weil er die 4 als Nettoerlös sozusagen für ihn mit den 10 als Nettoerlös bei Faulenzen vergleicht und bei Faulenzen höherer Erlös, Nettoerlös entsteht, wenn Robinson sich anstrengt. Ja, wie könnten wir jetzt erreichen, dass für Freitag anstrengen die bessere Lösung wird? Dann müsste er in irgendeiner Form sanktioniert werden, wenn er faulenzt. Und dazu müssten wir hier eine Sanktion einführen, die mindestens in Höhe von 6 erhoben wird, wenn er faulenzen wählt. Ja? Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt hier die Sanktion 6 oder minus 6. Dann würde er, eigentlich muss es sogar ein bisschen größer sein als minus 6, ja, oder kleiner, weiß ich auch nicht, also vom Betrag her größer. Vielleicht steckt das Negative in dem Wort Sanktion schon drin. Denn wenn er jetzt hier mehr als 6 bei Faulenzen abziehen würde, müsste ich noch eine neue Rechnung hinschreiben, 10 minus 6, oder wäre 4, ja, wenn es ein bisschen größer ist als 6, dann hätte er eben eine Lösung kleiner 4 und dann wäre für ihn anstrengend jetzt die bessere Lösung. Das können wir ja auch mal in der zweiten Zeile überprüfen. Hier war ja, wenn der Gegenspieler Faulenzen wählt, auch beim Vergleich von minus 2 und 0 für unseren Akteur Faulenzen die bessere Lösung. Wenn er jetzt hier auch bei Faulenzen wieder diese Sanktion größer 6 erhält, dann hätte er hier 0 minus 6 gleich minus 6. Dann ist das auch wieder im Vergleich zum Anstrengen die schlechtere Lösung und er würde eben entsprechend anstrengen wählen. Das bedeutet also bei einer Sanktion größer 6, eigentlich reicht sogar 6 jetzt hier mit dem zweiten Beispiel, würde auf einmal anstrengen die bessere Option werden. Das können wir ja mal nochmal gegenüberstellen. Ich würde es jetzt hier bei dem anderen Akteur, bei Robinson, natürlich spiegelbildlich genauso eintragen. Der hatte ja bis jetzt spiegelbildlich auch Faulenzen gewählt, weil es für ihn rational ist, wenn Freitag sich anstrengt, Faulenzen zu wählen und wenn Freitag faulenzt, auch Faulenzen zu wählen. Dann wird jetzt unser Robinson jetzt aber bei Faulenzen ebenfalls mit dieser Sanktion, nehmen wir mal gleich 6, bestraft und würde dann hier bei Faulenzen immer noch 6 abgezogen bekommen, also dann 10 minus 6 gleich 4 erhalten, wenn Freitag sich anstrengt und wenn Freitag faulenzt und er auch faulenzt, dann hätte er eben 0 minus 6 gleich minus 6. Ja, mit dieser Korrektur sozusagen unserer Spielmatrix würden wir dann bei Sanktion in Höhe von 6 bei Wahl von Faulenzen erhalten,
wenn Robinson immer wieder die Sichtweise von Freitag ein, ja, wenn Robinson sich anstrengt, wird Freitag jetzt vergleichen, also Robinson ist jetzt in der ersten Zeile, würde Freitag vergleichen die 4, die er bei Anstrengen als Erlös hat, mit den 4 bei Faulenzen. Also wird Freitag, ist falsch ausgedrückt, ist Freitag indifferent zwischen Anstrengen und Faulenzen. Beides für ihn gleich gut. Wenn Robinson faulenzt, dann würde Freitag vergleichen, dann wären wir jetzt hier in der zweiten Zeile, dann würde Freitag vergleichen die minus 2, die er bei Anstrengung als Ergebnis hat, mit den minus 6, die er bei Faulenzen als Ergebnis hat, dann ist für ihn jetzt Anstrengen tatsächlich besser als Faulenzen. Ja, das ist hier fast ein bisschen ein paradoxes Ergebnis. Ja, wenn Robinson faulenzt, dann wird es jetzt für Freitag anstrengend besser. Ansonsten, wenn Robinson sich anstrengt, ist er noch indifferent. Aber rein aus unseren Dominanzüberlegungen heraus ist dann für Freitag tatsächlich anstrengend die bessere Lösung. Denn er kann sich ja durch Anstrengen nur besser stellen, nämlich dann, wenn Robinson faulenzt, gegenüber eigenem Faulenzen. Aber niemals schlechter, denn wenn Robinson sich anstrengt, sind die Ergebnisse für ihn gleich gut. Also für Freitag ist jetzt Anstrengen die rational optimale Lösung. Und wenn wir jetzt Robinson betrachten würden, ja vollkommen spiegelbildlich gleich, dann wäre die Argumentation ganz genauso, wir müssten bloß die beiden Namen vertauschen, ja, dann würde der eben vollkommen analog auch anstrengend wählen. Ja, und schon kommen wir mit dieser Sanktion in Höhe von 6 in unserem sozialen Optimum an, weil jetzt beide anstrengend wählen. Für beide anstrengend die dominante Strategie ist und dann das soziale Optimum entsteht, wo sie beide die Erlöse 4, Nettoerlöse 4 generieren können, ohne die Sanktion überhaupt zahlen zu müssen. Ja, die Sanktion ist ja nur eine Drohung. Sie werden also gar nicht sanktioniert und landen kollektiv im sozialen Optimum. So eine Sanktion kann also einen Anreiz darstellen, aus dem für beide nachteiligen rationalen, optimalen Lösung herauszufinden in eine sozial optimale Lösung. Ja, und wer kann nun so eine Sanktion sichern, könnte man sich ja dann in die Überlegung vorstellen. Was sind denn Voraussetzungen für so eine Sanktion? Also einerseits muss das Handeln eines Akteurs ja irgendwie objektiv überprüfbar sein. Also wir haben die Sanktion jetzt ausgesprochen, immer dann, wenn Faulenzen gewählt wird von Robinson oder Freitag. Muss ja irgendjemand auch objektiv sagen können, du hast jetzt faul gelenzt und dann musst du die Sanktion eben zahlen oder
sie wird ja irgendwie auferlegt, ja. Und wir brauchen also eine objektive Überprüfbarkeit durch eine außenstehende Instanz. Man könnte sich so etwas wie so einen Schiedsrichter vorstellen. Und dann muss dieser Schiedsrichter aber auch die Sanktionen grundsätzlich durchsetzen können. Ja, er muss sie nicht bloß feststellen können, objektiv, sondern er muss sie auch durchsetzen können. Und dazu braucht er in irgendeiner Form ein Macht- oder Gewaltmonopol. Ja. Souverän. Ja. Das kann ja jetzt ein Staat sein zum Beispiel, aber es gibt auch andere Interpretationen. Damit sind wir dann vielleicht gleich bei den Interpretationen der Sanktionen. In kleinen, abgegrenzten Gemeinschaften, wo so die Akteure untereinander sich kennen, spricht man davon, dass Moral die Moral einer Gesellschaft mit impliziten Sanktionen des Verhaltens sozusagen als solch eine Sanktion aufgefasst werden können. Also wenn jetzt jemand durch soziale Ausgrenzung beispielsweise fürchtet, sanktioniert zu werden, wenn er sich nicht moralkonform verhält, und moralisch wäre hier eben sich anzustrengen. In meinem Beispiel, dann wird er sich vielleicht anstrengen, auch wenn er sich eigentlich lieber faulenzen möchte. Ja? Also in kleinen Gesellschaften könnte man das als Moral interpretieren. Mit sozialer Sanktionierung. Unmoralischen Verhalten sozusagen. Ja. Je größer und anonymer Gesellschaften aber werden, umso mehr wird dann ein Gesetzesrahmen, praktisch ein staatlicher Gesetzesrahmen und ein staatliches Gewaltmonopol notwendig, wenn Moral nicht mehr wirken kann, weil sich das einzelne Individuum der Moral entziehen kann, indem es vielleicht einfach umzieht und dann mit seinem persönlichen Gewinn vielleicht aus dem Verstoß gegen einer Anstrengungskooperationsvereinbarung hier. Dann könnte ja beispielsweise Robinson Freitag, wenn man so will, täuschen, indem eigentlich sie sich auf Anstrengen einigen und er dann faulenzt und dann hier seinen Erlös von 10 sozusagen nimmt. Und wenn er jetzt moralisch nicht dafür bestraft werden kann, dann, weil er sich der Moral entziehen kann, vielleicht wegziehen oder sonst wohin, dann braucht es in großen, offenen Gemeinschaften mit größerer Anonymität ein Gewaltmonopol und ein Gesetzesrahmen. Der Gesetzesrahmen stellt hier den ersten Schritt dar, die objektive Überprüfbarkeit durch eine außenstehende Instanz.
Und der zweite Schritt, die Durchsetzbarkeit, würde das staatliche Gewaltmonopol sichern. Ja, Beispiele könnte man sich leicht vorstellen, sowas wie Umweltschutzgesetze, Emissionsverordnungen, Umweltämter, die das Ganze dann durchsetzen. Das wären alles auf nationalstaatlicher Ebene Möglichkeiten, solche Interaktionen im gemeinsamen Interesse durch Sanktionierung hin zu einem sozialen Optimum zu steuern.